Der nächste Künstler, der jetzt kommt, der hängt Gott sei Dank nicht in Australien ab. Er ist jetzt zufälligerweise in Köln und er kommt genau wie ich aus Bonn. Und ich kenne ihn eigentlich schon mein ganzes Comedy-Leben lang. Er hatte mit mir meinen ersten Auftritt und ich bin immer sehr, sehr froh, wenn er uns die Ehre erweist, um uns hier im Waschsalon zu begrüßen. Bitte rastet aus für den Unglaublichen, der Mann, der jetzt hier richtig Farbe ins Spiel reinbringt, Dave David! Hallöchen, Dach auf. Oh, wow. Gutes Material, ne? Ne, aber Leute, ich denke, ich bin beim neuen Live-Bilder-Rätsel. Temperatur wie im Kongo, aber weiße Gesichter. Ist ja echt krass. Krass. Oder war Burka-Träger hier? Irgendjemand verhüllt es? Keiner da? Ich verstehe das gar nicht. Burkinis sind verboten. Ja? Wenn du jetzt in der Ostsee schwimmen gehst als Taucher, kann es dir passieren, dass du rauskommst und von randalierenden Burka-Gegner zusammengeschlagen wirst, alter Schwede? Ja, sowas hatten wir früher nicht. Ne Burka wollen wir nicht. Was ist das für eine Einstellung? Ne? Ich meine, Frauenrechte, wir haben ja hier meine Namensvetterin Ali Schwarzer, die hat ja viel geschafft. Ne? Und ich finde das ganz toll. Allein schon diese Gender ist ein Begriff, oder? Gender Mainstreaming? Kennt ihr nicht? Gender? Den haben wir die Frauenparkplätze zu verdanken. Die sind, ne? Hell beleuchtet, Vergewaltigerplätze, bisschen dunkler, für jeden was dabei. Ne? Und ich muss sagen, ich finde Gender richtig geil. Obama wollte sogar, dass es Gender-Toiletten gibt. Das heißt, wenn du als Mann mit dem Alimentenkabel in eine Damentoilette willst, das geht. Das geht. Da kannst du reingehen. Und ich hab mir gedacht, die Jugend von heute wächst auch ganz anders auf. Ne? Der Sohn von meiner Nachbarin, von der Carmen, der heißt Brad Matthias. Genau, Brad Matthias, sehr aufgeweckter Junge. Auf der Nadel Abdel Farag Realschule. Ne? Ganz, ganz aufgeweckter Junge. Und ich habe in seinen Matheaufgaben gesehen, dass Gender Mainstreaming schon in den Matheaufgaben drin ist. Weil zu meiner Zeit hieß es, der Achim und die Karin, die kaufen einen Golf. Da passen 40 Liter Benzin rein. Wie weit können die fahren? Ne? Und jetzt habe ich mir seine Aufgaben angeguckt. Ziemlich, ziemlich geil. Da ist es halt gleichgeschlechtlich. Ne? Da heißt es, wie ging die nochmal? Wiebke und Dörte? Gehen auf den Markt, die kaufen zwei große Gurken. Wie viel Batterien haben die jetzt gespart? Ich finde das geil. Ich finde das geil. Gleiches Recht für alle. Das ist Germany. Leute. Und da muss man sich auch locker machen. Die Leute wachsen an. Ich meine, so Parteien wie die AfD, die zwängen uns irgendwas auf. Aber ist doch geil, Leute. Ich kenne einen Inder, der heißt Manfred. Ist doch geil. Ne? Und von Indern kannst du super viel lernen. Ne? Wenn eine indische Frau zu viel Müll erzählt, die hat hier einen roten Visier-Knopf, drückst du drauf, ist sie ruhig. Wir können voneinander lernen. Ich finde das geil. Ich finde das super. Ich finde das echt toll. Und meine Güte, guck mal, ich bin Papa. Ja? Ich habe eine Tochter, ganz, ganz süß. Ne? Und jetzt wird man denken, ich habe ein schwarzes Kind. Nee, ich habe mir so ein Material geholt wie hier. Ne? Ja, ja, im gedämpften Ferkel rosa, warum nicht? Ne? Ich habe damit kein Problem. Und die Kleine, die sieht so süß aus wie so Toffifee. Wirklich, ich nenne die auch Toffifee, ist ja ein Mädchen, passt ja. Ne? Und ist echt total süß. Und das Geile ist, du kannst mir erzählen, was du willst, Gender hin und her. Weil Gender sagt ja, du hast ein biologisches Geschlecht und ein soziales Geschlecht. Wenn ich meine Tochter sehe, alter Schwede, das ist ein Mädel, das ist eine Frau, ja? Macht immer Rollenspiele. Wenn du mit der einkaufen gehst, am nächsten Tag spielt der einkaufen. Ne, wusste ich nicht, ich bin meiner Tochter einkaufen gegangen, ja, und dann sagt die, Papa, du bist jetzt ich und ich bin du. Und ich dachte, okay, warum nicht? Nimmt sich beim Rewe dann hier diesen Kinderwagen, ne, mit so einem Wimpel dran und dann ziehen wir los, kommen an die Fleischtheke. Und dann fragt die Verkäuferin, und, möchtest du eine Fleischwurst? Da guckt die hoch zu mir, und, willst du eine Fleischwurst? Ja, ihr lacht, ich hab ja gesagt. Und dann sagt die, und, was sagt man? Krass, das ist echt brutal. Und Leute, ich sag euch, das ist so, so geil. Guck mal, ich bin ja eine Kölsche Junge mit The Black First. Sieht man ja. Ja doch. Und ne, wirklich, ich finde, ja, das ist geil. Und Integration ist was super Tolles. Und kann man ja an mir sehen. Ne? Ich beiß dich nicht. Ne? Manche denken, ja, das ist doch so ein Kannibal. Ne? Ja, meine Vorfahren waren Kannibalen. Das muss ich sagen, ne? Aber katholische Kannibalen. Ne? Ja, wirklich, die ersten Freitags sind immer Fischer. Muss man wissen, so sind die halt drauf. Ja, doch, tatsächlich. Manchmal ist Integration auch gefährlich. Was heißt gefährlich? Oder die Leute sind zu überintegriert. Ne? Ein Kumpel von mir kommt aus dem Kongo, ne? Ist mit einer Italienerin zusammen. Und die haben überlegt, wo die das Kind auf die Schule schicken.
Dann habe ich gesagt, hier um die Ecke ist doch hier diese eine Schule. Da geht, und dann sagen die, nee, da sind mir zu viele Ausländer. Krass, ist ja schlimm. Ne? Oder ich bin ein großer Spindel-Rasenmäher-Fan. Ja? Und ich merke, dass in mir das Deutsche durchkommt. Hast du einen Rollrasen gelegt, das erste, was ich denke, da muss ein Zahn hin. Kameraden, Braun und Deutsch, das ist halt so. Also Freunde, Dankeschön, tschüss zusammen, mach's gut. Tschüss.